Und damit hallo und recht herzlich willkommen in der Boxengasse von Solda. Ja, wir sitzen auf unserem wunderschönen Porsche 911 GT3 R aus dem Jahr 2017, glaube ich, müsste das sein. Ja, Professionalismus, complete all sessions without skipping, das machen wir natürlich. Wir gehen gleich mal auf Einrichtung wählen, das aggressive Preset. Gehen hier mit der Bodenfreiheit mal komplett zurück. Heckflügel würde ich sogar so lassen. Bin an sich mit vorderen Stabilen mehr glücklicher unterwegs. Ich weiß aber jetzt wirklich nicht, wie es da aussieht. ECU-Map sind wir auf 4 standardmäßig. Okay, das lassen wir einfach mal. Da muss ich mal googeln, was das Beste ist. Dann speichern wir das Ganze unter... unter 911. Aber mal schauen, wie es uns damit geht. Bin ja jetzt im Endeffekt das erste Mal hier mit dem Porsche überhaupt unterwegs im Spiel. Fahre sonst eigentlich relativ gern mit Porsche. Wirkt halt eine Schwierigkeit und das ist halt der Heckmotor. Das heißt, wenn dir der Arsch kommt, kriegst du ihn halt fast nicht mehr gefangen. Ja, ich freue mich dann, wenn die 219er kommen mit dem neuen 911er. Das wird dann richtig geil. Aber er fährt sich eigentlich schön stabil, also das muss man dem Porsche lassen. Das Schöne ist jetzt hier doppelt so langes Training, das heißt, da kannst du auch mal richtig hier Tests machen. Jetzt sich mal das Auto so richtig einschießen. Wir werden das jetzt einfach zukünftig so handhaben, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Wir werden nicht Q1, Q2 in dem Video bringen, sondern Q1 Rennen 1, Q2 Rennen 2. Ich glaube, das macht das Ganze gleich nochmal geiler. Das ist der zupassende Quali gleich zum Render zugeschnitten. Ich glaube, das ist eine geile Idee, oder? Dann schneide ich das so. So, jetzt erstmal hier reinkommen ins Auto, auf die Strecke, muss natürlich erstmal hier auf alles klarkommen. Ist halt ein Wagen, den ich noch nie pilotiert habe und fährt sich auch anders als der Audi. Ist auch motortechnisch komplett was anderes. Aber ich fühle mich halt sofort wohl hier im Auto.
würde halt nur gerne endlich mal ein Design draufsetzen, weil das Rot-Schwarz sieht halt echt irgendwie Banane aus. Traktionskontrolle haben wir 11 Stufen. So, was ich jetzt kurz mal einstellen möchte, und zwar über die Optionen, Steuerung. Jetzt müssen wir kurz mal hier schauen. Blinker links, Blinker rechts. Das brauche ich eigentlich nicht. Erhöhung Traktionskontrolle. So, Direct Input, das passt schon. Ich bin nämlich gerade am Suchen. Ich wollte nämlich suchen, wo ich das HUD umschalten kann. Ah, das ist der Audi, mit dem ich im Multiplayer jetzt halt gerne mal unterwegs bin. Die Runde ist sowieso schon ungültig. Also eine 30er Zeit muss schon drin sein. Da ist er schon wieder dran hier, wegen meinen Fehler.
So, es kostet halt auch ordentlich Zeit. Und Van der Linde ist halt kein langsamer Fahrer. Ja, wie gesagt, ich muss erstmal reinkommen auf den Wagen. Also nicht so einfach, das ist ein komplett anderes Konzept der Wagen. Also da haben wir schon mal eine Sekunde im Delta. So, wir verbessern uns zumindest zeitlich schon mal ein bisschen. Auf eine 32.1 geht's runter. Bin ich zwar noch nicht komplett happy. Die Runde hat auch noch Fehler aufgewiesen. So eine halbe Sekunde immer wieder im Delta. Okay, das war ein bisschen zu weit innen. Ansonsten eigentlich relativ gut. Und hier jeder Kurvenexit wieder sauber gewesen. So, da. Eine 31.5 wäre es geworden, wäre sie sauber gewesen. Also zwei Runden können wir jetzt noch hier zum Aufwärmen drehen, danach schnappen wir uns frische Reifen, wenig Sprit und gehen auch mal in die Quali-Simulation.
Okay, wisst ihr was? Wir gehen jetzt schon in die Quali-Simo. Wir müssen sowieso hier nochmal das ausprobieren, beziehungsweise bei der Steuerung noch einmal eine Taste umstellen. Mal schauen, ob es vielleicht doch eine andere ist. Hat MFD durchschalten, das müsste es sein. Hat Multifunktionsdisplay. Was nehmen wir als Eingabe? So, nehmen wir mal so das Ganze. Dann zurück zur Garage, bestätigen. Yes, jetzt kann ich das durchschalten. Aktuelles Setup, Kraftstoff deutlich weniger. Für 9 Runden, Reifensatz trocken 2. Der andere hat schon doch eine Abnutzung drauf. Den nehmen wir nicht mehr. Und jetzt fahren wir hier nochmal. Wir können da schon noch mal ein paar Positionen gut machen. Lass mal hier die zwei Stahlkollegen durch. Ich weiß gar nicht, war überhaupt hier ein Porsche mit unterwegs? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, wir sind jetzt der einzige Porsche im Feld. Jetzt mal schauen hier. Also da waren wir auf jeden Fall schon mal schneller durch. Das war jetzt aber gar nicht so schlecht hier. Wow. Gut, hier so drüber gehen ist Gift. Geht ja auch der Motor aus. Also Winklock, was du hier für eine Linie gehst, ist auf jeden Fall merkwürdig. Kurz schauen, was brauche ich, um mich unter die Top 10 zu verbessern. Eine Steigerung von 0,02, also 0,2 Sekunden. Das ist auf jeden Fall normalerweise drin. Thank you.
So, 0,3 Sekunden hätten wir schon mal. Hier den Exit eigentlich auch relativ gut erwischt. Dann haben wir 0,5 Sekunden aktuell im Delta. Circa. Jetzt sind wir unter einer Sekunde dran. Rang 4. Fünf Zehntel hier durch die Kurve. Da ist auf jeden Fall noch sicher P1 drin gewesen. Ah, no. Borte Leute haben wir nicht mehr gekriegt. Aber wir sind hier unter einer Sekunde am Führenden dran. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zurück an die Box, dass wir hier keine gelbe Flagge verursachen. Und wir schauen jetzt mal eine Runde hier Borte Leute zu. Ja, wir können leider keinen anderen Porsche hier verfolgen, weil wir halt wirklich der Einzige sind. Hier Ferrari mit am Start. Der Kollege auch wieder abgeschlagen. Zwar nicht mehr ganz so stark wie letztes Mal. Schauen wir mal, wie es bei Kevin van der Linde aussieht. Er ist aktuell nicht dabei, dass er sich verbessert. Auch rotes Delta. Die sind zu weit am Anfang, dass man da was sagen könnte. Gut, beim Bentley sieht man kein wirkliches Delta. Alter, ist das Motec vom Bentley kacke. Der Kollege verbessert sich auch nicht, der auch nicht. Der wiederum schon. Den schiebt es genau hinter mir rein. Hier reicht es nicht aus, um an mir vorbeizugehen. Gut, da wird es keine Verbesserung mehr geben. Da fährt vorne weg der alte Lambo. Boah, mit der zweiten hier durch. Der zweite ist schon heftig tief. Also die zweite, das ist schon ziemlich heftig, wenn man die auswählt. Wir haben noch eine gewisse Waittime, die müssen wir jetzt noch hier abwarten. Aber Bortolotti hier mit der Bestzeit, und der fährt sogar noch, der kann es nochmal verbessern. Läuft jetzt aber hier auf die Kampftruppe auf. Somit ist ab jetzt vorbei. Jetzt sieht man hier, wie die Zeit runterzählt. Keine Verbesserung mehr für Bortolotti, er hätte es in der Hand gehabt. Ja, vier Fahrer sind unterhalb von einer Sekunde. Der Rest hängt halt leider hier im Gosselin-Sandwich. Da geht nichts mehr. Da führt ihm heute jetzt hier über Startziel. Und keiner aus diesem Zug kann sich mehr verbessern. Außer er selbst vielleicht. Nee, ist auch nicht drin. Ja, das ist doch mal hier ein Ergebnis, wie man sich's wünschen kann, glaube ich. Im ersten Training gehen schon hier
in den Top-Zeiten drin. So, was mache ich hier? Zurück zur Box. 9 Sekunden geht's ja schon weiter. Wir stehen jetzt schon 4 Minuten an der Box. Aber das ist alles halb so schlimm. Hier im Zeitplan sehen wir, wir konnten keine schnellste Sektorzeit finden. Im ersten Sektor hat uns eine 1/2 Sekunde auf die beste gefehlt. Aber gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal hier weiter in die nächste Session. Ich verabschiede mich schon mal, bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.